Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Respekt TV, das Magazin. Ich habe heute wieder spannende Beiträge in Sachen Musik, Preisverleihung und Botschafter mit im Gepäck. Hier sind die Themen im Überblick. Kayrie mit ihrem Respect-Song. Bei der Preisverleihung zum Videowettbewerb zeig deine 30 Sekunden zu Respekt. Und wir zeigen die drei erstplatzierten Videos des Wettbewerbs. Wir als gemeinnützige Initiative Respekt, kein Platz für Rassismus, arbeiten mit den unterschiedlichsten Künstlern zusammen. Egal ob Kabarettist, Comedian oder Sänger, wir kommen stets in den Genuss höchster kreativer Performances. So auch im Folgenden, wo die Frankfurter Sängerin Kayrie uns ihre Version des Respect-Songs präsentiert. Wie das klingt und warum das gesellschaftsübergreifende Thema Respekt auch hier musikalisch perfekt intoniert wird, hören wir jetzt. Zeit war reif, einen Song zu schreiben, mit dem wir Grenzen überschreiten. Deine, meine, ihre, seine, jedermanns Barrieren, die noch an uns haften, hatten wir uns selbst geschaffen. Respekt als Lösung, Toleranz, Respekt bringt uns alle zusammen. Egal welche Herkunft, ob Frau oder Mann. Respekt öffnet alle Türen und kann dich und mich zueinander führen. Wir hatten uns im Sommer 2013 gemeinsam mit unserem Premium-Partner DG Metall etwas ganz Besonderes in Sachen Respekt einfallen lassen. Einen Videowettbewerb. Bei dem Wettbewerb ging es darum, eure Interpretationen, Sichtweisen und Erlebnisse zum Thema Respekt kennenzulernen und gezeigt zu bekommen. Das Ganze unter dem Motto, zeig deine 30 Sekunden zu Respekt. Natürlich gibt es bei sowas auch eine Preisverleihung, die fand im Dezember statt. Wer letzten Endes auf dem Siegertreppchen stand und wie das Ganze ausging, Film ab. Im Kino Sinister Metropolis in Frankfurt wurden am 10. Dezember, am Tag der Menschenrechte, die Gewinner des Respekt-Videowettbewerbs prämiert. Respektbotschafter Tilman Döring und Patrick Duane moderierten die Siegerehrung. Wir freuen uns ganz besonders, euch heute hier begrüßen zu dürfen zur Preisverleihung des Respekt-Videowettbewerbs. Es ist großartig, dass wir heute hier sind. Ja, zeig deine 30 Sekunden Respekt, das ist das Motto des Videowettbewerbs gewesen. Und der Schirmherr der Respekt-Initiative, Bertin Eichler, übernahm das Grußwort. Es ist keine ganz einfache Aufgabe, in 30 Sekunden einen Beitrag zu konzipieren, der ansprechend und wirkungsvoll ist. Ich bin mir sicher, die Beiträge, die ihr heute seht, sind sehr eindrucksvolle Beiträge und sie zeigen, wie wichtig es ist, sich im Alltag einzumischen, nicht wegzusehen und nach dem Motto, Respekt ist eben auch immer ein Wir. Der Mitveranstalter und Premiumpartner IG Metall und die Respekt-Initiative waren am Ende der gleichen Meinung wie die Jury. Der erste Platz ging an den Kurzfilm Toleranzen von Marco Schlütter. We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. Der sympathische Gewinner hat sich für den Videowettbewerb intensiv mit den Themen Rassismus und Respekt beschäftigt. Und ich meine, das Thema Rassismus allein in Deutschland ist wirklich auch ein wichtiges Thema, natürlich. Aber dass es natürlich auch weltweit Menschen gibt, die unter viel schlimmeren Konditionen leben müssen, weil eben dieser Rassismus in irgendeiner Art eben auf der Welt besteht. Und ja, das war so meine Intention, als ich angefangen habe, überhaupt das Thema Respekt nachzudenken. Und ich fand, das war eine besondere Herausforderung. Ich bin sehr beeindruckt über die Ergebnisse. Ich bin vor allen Dingen noch mal mehr beeindruckt, wenn man den Leuten zuhört, die die Filme gemacht haben, was denen da durch den Kopf ging, was die dazu veranlasst hat, was da für ein Engagement dahinter steckt. Da muss man wirklich sagen, Chapeau. Und eigentlich ist das die spannende Geschichte hinter den Filmen, sind die Menschen, die sich für bestimmte Themen engagieren, wie diese Inklusionsprojekt hier in Frankfurt. Ich habe eine Tochter, die ist heute 9 Jahre alt und sie hat eine schwere Behinderung. Und ich habe vor 3 Jahren versucht, eine Schule für sie zu finden im Rahmen der Inklusion und habe da festgestellt, wie weit die Inklusion in Deutschland ist, denn es wollte uns keiner haben. Und wir kommen eigentlich aus Hanau und es war ein Riesen-Act und ich habe mich beschweren müssen bis zum Kultusministerium, um eine Schule in Frankfurt zu finden, die uns dann genommen hat. Und ich fand es so unverschämt, dass ich gedacht habe, was kann man denn mal tun,
um das Thema nochmal wieder präsenter zu machen. Und wir sind einfach nur froh, dass das so gut ankommt. Wir haben jetzt fast 40.000 Klicks auf YouTube innerhalb von einem Monat und die Resonanz ist so überwältigend. Ich kriege Post aus Österreich, Schweiz, Frankreich, England und alle wollen mitmachen bei der Inklusion. Gib deinen Weg, den können wir gemeinsam gehen. Doch müssen wir zuerst etwas ganz Simples verstehen. Der Videospot bringt, finde ich, eine sehr positive Botschaft rüber und fordert jeden von uns auf, mit den Unterschieden klarzukommen. Mit dem kleinen Unterschied, der es manchmal ausmacht, hat sich auch der drittplatzierte John Kiernan auseinandergesetzt. In seinem Kurzfilm geht es um Benachteiligung von Menschen anderer Hautfarbe vor Clubs und Diskotheken. Ich schreibe darüber, dass es eine schöne Veranstaltung war, dass es einen verdienten Sieger hat. Und wenn es ein anderer Sieger gewesen wäre, wäre es genauso verdient gewesen. Und wer sich die eingereichten Filme anschauen möchte und wissen will, wer die anderen Plätze gewonnen hat, findet weitere Infos auf unserer Homepage RespektTV und unserem YouTube-Kanal. Wenn Respekt, wisst ihr, ist immer ein Wir. Und bis dahin, bleibt weiterhin respektvoll. Tschüss, euer Patrick Duane. Lieben Dank. Wer die Videos bisher noch nicht gesehen hat und wer auch nicht live vor Ort sein konnte, für den haben wir sie jetzt. Die drei Erstplatzierten des Videowettbewerbs in voller Länge und in voller Schönheit. Zuerst etwas ganz Simples verstehen. Endlich auch durch Deutschland gehen. We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. Today, my friend, this is our hope. It is a dream deeply rooted. Wir als gemeinnützige Initiative machen Web, Print, Musik und TV. Wir können allerdings auch Buch. Dieses trägt den Titel 100 Menschen, 100 Geschichten und ist in seiner Neuauflage ein absolutes Muss in eurem Bücherregal zu Hause. Warum? Das sagen uns unsere prominenten Botschafter, der Jürgen und der Nuri. 100 Menschen, 100 Geschichten. Nur gute Leute drauf, nur gute Leute drin. Obwohl ich auch dabei bin. Ja, aber es hat mir von Anfang an riesen Spaß gemacht. Es war mir ein richtiges Anliegen und eine Ehre, dabei zu sein. Das Ganze ist eine richtig große Geschichte geworden, weil es so wichtig ist. Ich hoffe, es öffnet allen die Augen. Bis dahin und viel Spaß damit. Euer Jürgen Klopp. Hier ist der Nuri Schein von Borussia Dortmund und ich erkläre euch jetzt mal, warum ihr euch unbedingt dieses Buch hier kaufen müsst. Es gibt da einige, sehr viele sogar, 100 Geschichten über Respekt von prominenten Leuten, von Interessanten, von Leuten, von denen man sonst nicht so viel hört. Es sind einige Geschichten dabei, die einen sehr interessieren, die einiges erlebt haben mit Respekt. Und das ganze Team hat ein super Buch hergestellt und ich würde es jedem empfehlen, der schon mal mit Rassismus oder dem Gleichen in Verbindung gekommen ist. Und eins geht natürlich nicht, das ist dieses Foto. Das ist eine wahre Katastrophe, das habe ich selber gemacht und mein Freund Chris war so nett und hat dieses Scheißfoto da reingetan. Aber sonst ist das Buch top, also ja, ich kann nur empfehlen, kauft euch dieses Buch. Es gibt da sehr schöne Fotos drin. Eins ist richtig schlecht geworden, das ist mein Foto, aber sonst sind da
sehr schöne Fotos und ja, Respekt und ich sind mittlerweile sehr gute Freunde geworden und haben auch schon eine tolle Aktion an meiner alten Schule gestartet und dazu sind auch noch ein paar Seiten drin und ich würde euch empfehlen, kauft euch dieses Buch, damit macht ihr nichts falsch. Die heutige Sendung ist schon wieder zu Ende. Es ging wieder viel zu schnell, wie ich finde. Was meinen Sie? Wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind und einschalten. Und bis dahin, bleiben Sie weiterhin respektvoll. Kennen Sie das? Niedriger IQ und fehlende Ausbildung führen oft zu heftigem Rassismus und Vorurteilen. Ja! Ja, aber gibst du da nichts von rational? Natürlich! Das neue Anti-Idiotikum. Mit seinen Wirkstoffen Respekt und Toleranz führt Anti-Idiotikum sofort zu einer spürbaren Steigerung der emotionalen Intelligenz. Sogar in Härtefällen. Überdosierung ausgeschlossen. Anti-Idiotikum. Ihrer Umwelt zuliebe.